Kabarett im Turm, 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 Kabarett im Turm. Schichteln über den Dächern von Wien. ORF 3. Schau nur, weil ich die Fernbedienung nicht mehr finde. ORF 3. Weltklasse. Kabarett im Turm. Wir können das alles schneiden. ORF 3. Hab doch billig. Kabarett im Turm. Ja. Ich will! Ich nicht. Arthur, wir zwar. ORF 3. Schalt ein, Zipfel! Hey! Servus, Wien! Grüß euch! Hallo, hallo! Grüß euch! Wie schön! Danke, danke! Vielen herzlichen Dank! Vielen, vielen herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank. Servus Wien, wie geht's da? Ach du Scheiße. Na, aber es ist ja eine Zeit momentan. Ne? Was will man machen? Und wir kommen ja gerade aus einer Zeit. Wisst ihr, mit welcher Gruppe ich die letzten 2,5 Jahre am meisten mitgelitten habe? Eigentlich die systemrelevanteste Gruppe überhaupt. Ich weiß nicht, kommt ihr vielleicht drauf? Eltern. Eltern! Ich weiß nicht, haben wir heute Eltern da? Es sind, ja doch, man riecht euch. Es sind, man riecht, es riecht so ein bisschen nach halb der Feide, Pausenbrote und platzte Halsschlagadern. Ne? Ist ja tatsächlich so, ich habe eine Freundin, die hat 3 Kinder im schulfähigen Alter. Und die ist wirklich, im letzten Lockdown war die so verzweifelt, die hat dann irgendwann angefangen, so Podcasts zum Hören, ne? So zum Runterkommen, gerade zum Einschlafen, ne? So ein bisschen zur Beruhigung. Es war immer so eine Dudelmusik und dann so ein Text zum Nachsprechen. Ne? Es war immer der gleiche Text. Ich liebe meine Kinder. Ich liebe, leg den Spitzengegenstand wieder weg, Renate, meine Kinder. Immer der gleiche Text. Ne? Aber es waren ja plötzlich so ganz neue Herausforderungen, oder? Es war schon krass. Plötzlich hast du da so einen ganzen Tag so ein Pubertier daheim sitzen, irgendwie 14, 15, 16 Jahre alt, ne? Zockt den ganzen Tag irgendwelche Computerspiele mit seinen Spätzeln und haut dann so Sätze raus wie: Was? Nein, Mama, ich kann dir jetzt nicht bei meinen Hausaufgaben helfen. Ne? Bin gerade mit dem Häuserkampf. Ja. Aber ich muss sagen, ich bewundere euch ja, liebe Eltern, wirklich für euer Durchhaltevermögen. Ne? Erst das geschissene Homeschooling, jetzt die Haushaltskasse. Aber ich merke tatsächlich, viele Eltern gehen mittlerweile mit ein bisschen mehr Humor an die ganze Sache ran. Das finde ich ganz großartig. Letztens ist ein Vater zu mir gekommen nach der Show und hat zu mir gesagt, ja klar, Reichsberger, freilich, wir sind jetzt mitten in der kalten Jahreszeit, ne? Hohe Energiepreise. Wir haben uns ja immer gefragt, für was wir 2 Kinder gekriegt haben. Ne? Jetzt wissen wir es. 1 zum Einheizen, 1 zum Liebhaben. Ne? Oder du denkst dir mal so, ein Kind daheim mit Fieber, ist jetzt ein Heizlüfter. Ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass ich keine eigenen Kinder habe. Es ist nicht so, dass mir die letzten 2,5 Jahre nicht immer mal wieder welche angeboten worden wären. Ja, ich bin ein Kind vom Land. Ja, was gibt es über mich zu erzählen? Ich bin ein Kind vom Land, das heißt, ich habe eine Mama, die hat mir damals als Kind irgendwie nicht die Klamotten rausgelegt aufs Bett. Ne? Ich war ein Kind vom Land, das heißt, ich bin in der Früh raus, ne, auf die Wiesen, vor der Schule, nackert. Ne? Dann habe ich mich in Dung gewälzt, dann war ich angezogen. Ne? Ein Kind vom Land. Und ich wohne auch tatsächlich, seitdem ich lebe, eigentlich immer schon in der gleichen Gegend. Ne? Das heißt, in Oberbayern. Im Bayerischen Oberland, ihr kennt es vielleicht, Schliersee, Tegernsee, da die Richtung, ja? Gibt noch Bayerisch Zell, das ist da Richtung österreichische Grenze. Das ist so, ne, da bringen wir so unsere Ältesten zum Sterben hin. Das ist ganz weit runter. Ja. Und klar ist natürlich, wenn du keinen Grund hast, von dort wegzugehen, dann bleibst du dort. Ja? Frei nach dem Motto, alle wollen her, ich bin schon da. Und man gewohnt sich halt auch an so vieles. Man gewohnt sich an die Berge, an die Seen, an die Postkartenmotive, an die Preisen.
Das war eine Lüge. Da gewohnen sich tatsächlich bei uns nicht alle dran. Ne? Ich habe ja mal die steile These aufgestellt, dass das bei uns niemals passieren wird, wie in anderen europäischen Urlaubsregionen. Ne? Dass wir irgendwann einmal so dem Ausflügler aus München zum Beispiel, ne? Dem Gast, dem Urlauber, so ganz offen ins Gesicht sagen, Alter, Schlechti. Seit die letzten beiden Pandemiesommer, so 2021, ist es so ein bisschen anders. Bei uns ist Zugange in die Berg, an die Seen, gerade aus München haben sie rausgedrückt, aus der Stadt, das ist nur 50 Kilometer entfernt. Und da gab es richtig Beef zwischen Einheimischen und Touristen. Und das ist bezeichnend für eine Gegend, die seit den Zeiten des Märchenkönigs ja vom Münchner Sommerfrischler lebt. Aber der König Ludwig, weiß ich, König Ludwig, sagt euch alle was, oder? Spätzl von mir aus Österreich hat gesagt, der König Ludwig, eure bayerische Sissi. Der König Ludwig, ne, der hat einen amtlich beglaubigten Schlag gehabt. Keine Frage, ne? Aber der hat seine Kutsche halt nicht in zweiter Reihe auf der Stadtstraße geparkt. Der hat auch nicht 3 Kubikmeter Müll auf der Badewiese hinterlassen. Und der hat, soweit wir das wissen, auch nicht seine großen königlichen Geschäfte in einem Alpensee verrichtet. Das Einzige, was man ihm vielleicht vorwerfen kann, ist, dass er seine Kondition als Schwimmer hinten aus ein bisschen falsch eingeschätzt hat. Ja, aber selbst dafür kannst du ihn ja nicht am Pranger stellen. Ja, woher hätte er denn das jetzt wissen sollen, dass er gleich untergeht und der sauft? Der hat ja gar kein Fitnessarmband gehabt. Und es war erstaunlich, wo die Leute alle herkommen sind in diesem Sommer. Ne? Das war Wahnsinn. Ne? Ich habe es einmal selber beobachtet, da bin ich am Wanderparkplatz unten gestanden, weil ich wollte am Berg gehen. Und es fährt ein Auto vor, mit einem Hannover-Kennzeichen, na, höchster Norden bei uns, sehr hochdeutsch, fährt vor, parkt ab und sagt beim Aussteigen den Satz, die Natur, eini in die Wanderschuhe. Da hat es ein paar Einheimischen die Sicherung rausgehauen. Innerhalb von Sekunden haben sich 4 davon in seinen Reifen verbissen. Ja? Und der 5. hat ihm quer über die Windschutzscheibe geschrieben, ich bin der Torben und hier bin ich verstorben. Das war gar, ja? Kind vom Land. Ja, ja, das bin ich. Da komme ich her. Und bei Kindern, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber bei Kindern herrscht ja mittlerweile so eine allgemeine Brauchtumsverwirrung. Ist ganz krass. Ich gebe euch ein Beispiel. 31. Oktober, was ist da? Genau, Weltspartag, ja! Könnt ihr euch noch erinnern, wie wir früher unsere Sparschweinl zur Schlachtbank geführt haben? Ne? Und hast irgendwie Goodies gekriegt und Schokolade und Luftballons. Ne? Und heute verkleiden sich die Kinder an dem Tag als Geister und Dämonen und holen sich die Süßigkeiten nicht bei der Bank, sondern gleich bei dir an der Haustür auf. Und das führt mittlerweile bei so manchen Kindern und Erwachsenen zu dieser Brauchtumsverwirrung. Ich habe das selber beobachtet mal. Ende Oktober, es klingelt bei mir an der Tür. Draußen stehen ein Hex, ein Zombie und der Sternsinger. Sagt die Hex, Süßes, sonst gibt's Saures. Der Sternsinger, und eine milde Gabe für die Armen, bitte. Der Zombie, hä? Du, und sag einmal, wie schaust denn du eigentlich aus? Seit wann gehen Buben als Hexen verkleidet? Was ist denn eigentlich dein Problem, ha? Du, wenigstens schau ich nicht aus, als wäre mein Gesicht an der Türklinke hängen geblieben. Und iss einmal ein bisschen mehr Gemüse, ein bisschen an Spinat, ein bisschen grüne Paprika, ein bisschen mehr Bitterstoffe. Du hast wirklich eine wahnsinnig ungesunde Gesichtsfarbe. Wir sind die 3 Könige aus dem Morgenland. Alter. Wir haben Halloween. Also, ich gehe mit meiner Laterne. Das ist St. Martin, du Depp. Und eine Laterne hast du auch keine. Aber du hast doch eine. Das ist ein Kürbis. St. Martin ist erst am 11. November. Hä? Ich hab gedacht, am 11. November geht der Fasching los.
Und warum sind wir dann jetzt schon verkleidet? Dort oben leuchten die Sterne. Alter. Wen willst du eigentlich darstellen? Gesundheit und Kraft im neuen Jahr wünscht euch der heilige Balthasar. Können wir jetzt endlich mal zum Geschäftlichen kommen? Tschüss, sonst gibt's Taures. Wir folgten einem hellen Stern, der hoch am Himmel stach und atemlos durch die Nacht. Ja, Hölle, Hölle, Hölle und jetzt raus mit dem Pulver. Nein, wir wollen Schokolade, aber ich habe eine Nussallergie. Und dahinter steht schon eine Mama mit einem ganzen Tross Vampire und Plärtvierer. Entschuldigung, aber könnten Sie nicht eine zweite Kasse aufmachen? Aber es hat sich schon einiges verändert, das muss man einfach sagen, wenn ich mir vorstelle. Ich habe damals in der Grundschule halt einfach noch kein Handy gehabt. Ne? Und mittlerweile tut jeder Säugling raus aus dem Mutterleib, ne? Zack, nein, in das Internet. Und das Internet ist ja der Ort, wo wir unsere gute Erziehung und die Rechtschreibung getrost vergessen können. Da sind wir frei. Und wer fühlt sich in der Freiheit, in der Anonymität des Internets am wohlsten? Genau, der Depp! Ja! Der Depp, der schreibt nämlich dann unter einen Post, unter einem Beitrag zu den Protesten im Iran, wo gerade starke, unbeugsame Frauen feministische Außenpolitik leben und nicht nur davon sprechen. Da ist der Depp plötzlich Experte. Da schreibt er nämlich dann drunter, ja, die Frauen in Iran, ne, die schneiden sich bestimmt alle nur die Haare ab, weil sie einen Spliss haben. Und die Frauen in Iran, ja, und da wird das Internet in Iran abgeschalten. Aber keiner redet wieder drüber, wie oft ich in Hackschnitzelhausen kein Internet nicht hab. Und da möchte man natürlich, wie jemand wie ich, ne, mit einem pädagogischen Hintergrund, ich habe als Grundschullehrerin gearbeitet, möchte man natürlich drunter schreiben, ja, lieber Jürgen, mit dem Nicknamen Der Schöne und das Bier. Du kannst sehr stolz auf dich sein, dass du das Wort Haare richtig geschrieben hast. Weiter so, ne? Aber wenn ich deinen Kommentar so lese, dann ist es vielleicht ganz gut, dass du nicht zu jedem Zeitpunkt Zugriff aufs Internet hast. Aber ich kenne es ja von mir selber. Ne? Ich meine, ich habe jetzt normalerweise kein Problem mit meinem moralischen Kompass oder mit meiner Rechtschreibung oder so, aber... Ich bin faul. Wie die Sau. Ne? Das Internet macht so faul. Ich poste dann oder reposte irgendwelche Videos aus dem Iran. Ne? Und dann unterschreibe ich ganz fleißig irgendwelche Online-Petitionen. Ne? Natürlich mit meinem Klarnamen Christine Eichsenberger. Weil ich bin ja derartig mutig. Gell? Und dann denke ich mir bei jedem Herzerl, bei jedem Like, den ich setze, denke ich mir, geleck mir was, Eichsenberger. Ha? Haben wir wieder die Welt gerettet. Ha? Du bist ja die Guerilla-Gams aus Oberland. Aber mei, wir könnten sehr viel mehr machen. Klar, ja. Wir müssten mehr auf die Straßen ausgehen, wenn uns was nicht passt. Aber im Internet ist halt wärmer, gell? Da zirkt's nicht so. Ich meine, ich bin viel auf der Straße, keine Frage. Im Auto. Wenn ich zum nächsten Auftritt fahre, gut, die letzten 2,5 Jahre jetzt nicht so, ne, weil da hat so ein Newcomer in unser Geschäft reingedruckt, der alle Künstlerinnen einen Arbeitsplatz weggenommen hat. Ne, der Virus. Aber ich habe Gott sei Dank ein zweites Standbein als Schauspielerin. Ich spiele zum Beispiel, ich weiß nicht, vielleicht kennst du ein oder andere von euch in so einer Feuerwehrserie mit. Marie fängt Feuer, heißt die. Oh, so ein Fan? Ein Fan? Ja, geil! Und da war jetzt letztes Jahr mal für Dreharbeiten, so ein paar Wochen am Stück, nicht zu Hause. Ne? Und ihr kennt es vielleicht, du bist längere Zeit nicht in deiner Wohnung, kommst wieder heim, machst die Tür auf, gehst rein und denkst da, Alter, was stinkt denn da so?
Ich bin, was Gerüche angeht, einiges gewöhnt. Wie gesagt, ich habe als Grundschullehrerin gearbeitet. Also wer schon jemals mitbekommen hat, wie sich eine komplette dritte Klasse nach dem Sportunterricht die Schuhe auszieht. Da habe ich schon Kolleginnen über den Barren speimsen. Ja? Aber das war ein anderer Geruch. Das war so ein Ranzen, sagt man bei uns in Bayern. Ne? So ein Graben, so ein, wie sagt man bei euch in Wien? So ein Lärm. Widerlich, und ich habe nicht rausgefunden, wo das hergekommen ist. Ich habe alles abgesucht. Wirklich, und jetzt kann sich, in meiner Wohnung kann sich nicht leicht was verstecken. Ja? Die 7 Geißlein hätten schwer. Ich sage immer, dekorieren ist was für Leute mit greislichen Wohnungen. Und deswegen hängt bei mir an meiner Wohnzimmerwand auch nur ein einziges großes Bild, quasi als nostalgische Erinnerung, weil ich hab das nämlich selber gemalt. Oh ja! Ich hab nämlich auf dem Gymnasium Kunstleistungskurs gehabt. Und da sieht man diesem Bild auch an. Ihr dürft's mich nur nicht fragen, was da genau drauf ist. Ich kann's euch nicht sagen, aber es ist Kunst. Ja? Schon Josef Beuys hat gesagt, jeder Mensch ist ein Künstler. Und das habe ich der 4-jährigen Tochter von einer Freundin von mir auch versucht zu erklären, als die mit so einem skeptischen Blick vor diesem Bild gestanden ist und mich gefragt hat, du Christine, auf was ist denn das gemalt? Sag ich, mei, auf Leinen, und dann ist das auf so einen Holzrahmen gespannt. Das brennt bestimmt gut. Sag ich, ja, Eva, da hast du recht. Ja. Da kennt sich anscheinend jemand aus mit brennbaren Materialien. Ja, sind wir schon 2. Bin ja quasi vom Fach. Bin ja Feuerwehrfrau. Ja, genau. Im Film vielleicht. Bloß weil du ab und zu einen Schlauch hältst, bist du noch keine Feuerwehrfrau. Mein Papa ist ja auch kein Metzger, bloß weil er sich ein Wurstbrot machen kann. Stimmt natürlich, ne? Auf jeden Fall, ich habe mich dann auf der Suche nach dem Gestank in meiner Wohnung Richtung einzig möglicher Quelle vorgeschnuppert und ich habe richtig gemerkt, wie es immer wärmer geworden ist, ne? Mit jedem Schritt. Liebe erste Reihe, bitte, es wird nichts passieren, okay? Hoffe jetzt, hoffe ich das. Und ich nehme dieses Bild ab. Na, widerlich, widerlich. Und gleichzeitig habe ich mir gedacht, naja gut, kenne ich. Kommt mir bekannt vor. Ne? Klar, berufsbedingt damals. Schimmel an den Wänden, bröckelnder Putz, sanierungsbedürftige Kolleginnen. Also wer schon jemals eine deutsche Schule betreten hat, der weiß. Bei uns gibt es Schulen, da sagt die Lehrerin nicht zur Schülerin, kommst du mal ganz kurz an die Tafel bitte, sondern bleib ruhig sitzen, die Tafel kommt zu dir. Jupp. Ja? 2020 gab es in Deutschland einen Sanierungsstau an Schulen von über 40 Milliarden Euro. Allein wenn man sich die fehlende Ausstattung immer noch anschaut, na, kein WLAN, und nicht falsch verstehe, es gab Schulen, die das die letzten 2,5 Jahre wirklich richtig gut hingekriegt haben. Und dann gibt es Schulen, wo du dir beim Thema Digitalisierung denkst, da sind sie ja beim Gesundheitsamt noch besser aufgestellt. Ja? Und ich weiß das von einer ehemaligen Kollegin von mir, die immer noch quasi praktizierende Lehrkraft ist und ist eine super Lehrerin. Ja? Sagt sie von sich selbst. Und die muss es ja wissen. Ja? Die sagt immer, ich bin eine gute, aber vor allen Dingen faire Lehrerin. Ich hasse alle meine Schüler gleich. Und die hat ja ihr pädagogisches Können gar nicht ausspielen können die letzten 2,5 Jahre, weil die teilweise nur damit beschäftigt war, an einem Overhead-Projekt mittels Kinderknete und einem alten Kaugummi eine Webcam hinzubasteln und das Ganze dann mit einem Starkstromkabel, einem alten Springseil und einem dazwischen geklemmten Kastanienmännchen als Leiter mit dem Internet zu verbinden. Dann hast du das aufgebaut auf deinem Pult. Und dann hörst du von der anderen Seite vom Bildschirm so Kommentare wie, Frau Huber, wir sehen nichts von der Tafel, nur ihren Busen. Und wenn dann so ein Online-Unterricht doch mal funktioniert, dann schafft es irgendwer Wildfremdes, sich da reinzuhacken
und sagt so Sachen wie: Ja, grüß euch Kinder, ich bin der Horst, ich tat euch gern mein Zipfi zeigen. Die Lehrerin winkt noch ab und sagt: Danke, Horst, das ist ganz lieb. Aber das steht erst im nächsten Jahr im Lehrplan. Ich meine, Lehrerin, ganz ehrlich, das war ja schon vor der Pandemie anstrengend. Gerade als Grundschullehrerin. Ja, als Grundschullehrerin, du musst anspruchsvollen Unterricht vorbereiten. Ja, du musst den ganzen Tag mit offenen Marmeladengläsern durch den Fichtenwald hüpfen und Waldgeheimnisse einsammeln. Ja? Du musst deine Fürsorgepflicht erfüllen. Also darauf aufpassen, dass der Kali dem Theodor während des Sportunterrichts keinen Bleistift zwischen die Augen rammt. Mit der Begründung, dass der dann seinen Turmfackel besser aufhängen kann. Ja, das kenne ich ja tatsächlich von mir selber, ne? Aus dem Familienkontext hauptsächlich. So gewaltbereite Geschwisterkonstellationen sind mir durchaus ein Begriff. Mein Bruder ist ja 2 Jahre jünger als ich, als wir noch Kinder waren. Ne? Beziehungsstatus, es ist kompliziert. Und ich habe oft sehr, sehr kreativ darüber nachgedacht, wie ich den am besten aus dem Weg schaffe. Ich habe zum Beispiel so verschiedene kreative Ideen in mein Tagebuch geschrieben. Ne? So Sachen wie: Bruder so mit Filzstiften anmalen, dass Mama ihn nicht mehr als ihr Kind erkennt. Das war für mich als Kind vollkommen klar. Male ich einem Kinderkopf Schnurrhaare ins Gesicht, denkt meine Mama, das ist doch ein Katz. Wir haben doch gar kein Katz. Ne? Bruder, Tierheim oder Autobahnraststätte. Ne? Und irgendwann habe ich nicht mehr nur darüber nachgedacht, sondern ich habe quasi meine Idee in die Tat umgesetzt. Und irgendwann ist er mal wieder so an mir vorbeigekrabbelt. Ne? So am Boden ist er umeinander. Ja, schon süß, aber jetzt zum Speimsüß. Also, und er krabbelt so, ne? Und irgendwann habe ich die Chance ergriffen, habe ich mich dann einfach auf seinen Kopf drauf geguckt und habe gewartet, dass es vorbei ist. Ich habe keine Ahnung, wie ich da jetzt gerade drauf gekommen bin. Bruder, zum Speim, Schimmel, das war's. Schimmel, das war's. Ja, ich habe natürlich bezüglich, ne, dieses Schimmelflecks an meiner Wohnzimmerwand irgendwann mir gedacht, gut, jetzt muss ich mir mal ist ja kein Problem, ne? Dann hole ich mir halt einen Handwerker. Kurze Frage, sind da Erfahrungswerte da? Ja? Das ist ein Wahnsinn. Hat jemand von euch in der letzten Zeit einmal versucht, so etwas wie einen Installateur zu engagieren? Das ist ja unglaublich. Klar, du kannst natürlich bei so einer Firma schon anrufen, gell? Wenn du jemanden ans Telefon kriegst, kannst du dem ganz sachlich schildern: Ja, grüß Gott, da ist Eichsenberger, ich habe circa 1 bis 2 Quadratmeter große Fläche an der Wand mit Schimmelpilzbefall. Die empathischste Antwort, auf die du hoffen kannst, ist: Okay. Unglaublich, ich habe gewartet auf so einen Termin bei so einem Installateur, während natürlich diese Schimmelpilzkolonie sich mittlerweile sukzessive über die halbe Wand ausgebreitet hat, wie norddeutsche Immobilienspekulanten am Tegernsee. Ne? Und irgendwann schaue ich dieses Gebilde so an und denke mir, das gibt's ja nicht, das kommt mir irgendwie, kommt mir das bekannt vor. Irgendwas in meinem Kunstleistungskurshirn ist auf diese Form angesprungen. Dann habe ich das abfotografiert, ich habe es gegoogelt und prompt. Du, mit ein bisschen Fantasie habe ich mir gedacht, sind das Fragmente vom Turiner Grabtuch? Wirklich? Turiner Grabtuch? Ich weiß nicht, sagt das noch jedem was? Na, für die Leute, die es jetzt nicht mehr so auf dem Schirm haben. Also der Legende nach war ja der Gekreuzigte da drin eingewickelt, ne, und durch göttlichen Ratschluss oder chemische Verfärbung, haben sich die Umrisse vom Jesus quasi in dem Leinenstoff konserviert. Und ich habe mir gedacht, das ist ja toll, aber was macht der Heiland ausgerechnet in meinem Wohnzimmer? Ja, ich bin schließlich aus der Kirche austreten.
Das kann die in Bayern nicht so laut sagen. Das war jetzt Nein, ich muss jetzt an der Stelle dazu sagen, für mich sind der Glaube und die katholische Kirche als Institution zwei vollkommen unterschiedliche Dinge. Gesundheit. Ja. Oh, das ist einer, der nicht mehr aufhört. Ja, ist das, na, geht's? Ja, gut. Sonst halt ich zu. sind zwei vollkommen unterschiedliche Dinge. Ne? Und man kann der katholischen Kirche einiges vorwerfen, warum ich auch ausgetreten bin. Aber hartnäckig sind. Gut, nicht in jedem Fall, wie wir wissen, aber in meinem Fall total. Also die haben sich wirklich sehr bemüht, mich als Kundin zu halten. Ne? Ich habe sofort nach meinem Austritt hab ich einen Brief bekommen vom Pfarrer mit der Anrede, sehr geehrter Herr Christian Eichsenberger. Nur, dass man mal ein Gespür dafür kriegt, welche Stellung die Frau in der katholischen Kirche inne hat. Ja. Ja, und ob ich meinen Vertrag nicht doch noch mal verlängern will. Also ich könnte auch einen Tarif wechseln. Sie hätten da jetzt momentan so ein super Sparpreisangebot. Ja, zwei Absolutionen zum Preis von einer. Ich würde sogar, wenn ich brav bin, noch gratis so ein Hostiensackerl oben drauf bekommen. Da hätten sie in den letzten Jahren noch mal an der Rezeptur geschraubt. Ja? Damit die Hostie nicht mehr so am Gaumen pappt. Jetzt hätten wir also eine Kleinfamilie Putzerfische verschluckt. Ne? Aber ich habe ihnen dann gleich zurückgeschrieben und gesagt, hey Leid, das ist doch vertane Liebesmühe. Jetzt denkst du mal nach. Ja? Ich bin 35 Jahre alt und weiblich. Ich passe überhaupt nicht in eurer Zielgruppe. Ich habe nie wieder was gehört. Und der Austritt war tatsächlich toll damals, weil ich habe angerufen, bei uns ist das zuständige Amt das Standesamt, ne, beim Herrn Unterbichler. Und der Unterbichler hat mich auch gleich freundlich am Telefon empfangen mit den Worten, ja, grüß Gott, Frau Eichsenberger. Das ist ja total schön, dass wir uns mal wieder hören. Und beim letzten Mal, da wollten Sie heiraten. Das hat ja nicht funktioniert. Und das stimmt wirklich. Ich war mal verlobt. Und dann habe ich aber kurz vor der Hochzeit rausgefunden, dass der Gymnasiallehrer ist. Das kannst du echt nicht machen. Du, zwei Lehrer in der Familie, also wir haben schon ein bisschen eine Verantwortung für die nächste Generation. Ne? Auf jeden Fall, der Herr Unterbichler, ich habe ihm dann mein Anliegen erklärt. Aber ich gesagt, Herr Unterbichler, pass uns auf, ich möchte gerne aus der Kirche austreten. Jetzt bin ich ja momentan nicht aktiv als Grundschullehrerin tätig, aber wenn ich jetzt irgendwann einmal wieder zurück wollen würde in den Beruf, nur weil ich als Kabarettistin nicht mehr arbeiten kann, weil sowas Unwahrscheinliches wie eine Pandemie auf uns zurauscht. Wir haben so gelacht damals. Ne? Und ich würde wieder als Grundschullehrerin arbeiten wollen mit meinem Amtseid und dem Austritt und so, einfach Interesse halber, kann mir da irgendwas passieren oder sowas. Und dann sagt der Unterbichler, ja, Frau Eichsenberger, also normalerweise wird an solchen Menschen ein Exorzismus verübt. Das heißt in Ihrem Fall, Sie werden kopfüber an eine Schultafel gespackst. Vor Ihnen der Hausmeister, in der einen haben Sie ein Kruzifix, in der anderen die Schulordnung. Und dann spielt ein Zweiklässler Flöte. 45 Minuten lang. Nein, ist ein Spaß, Frau Eichsenberger. Ehrlich gesagt, ist mir das komplett scheißegal, was da passiert. Sie bringen mir 30 Euro, dann sind Sie draußen aus dem Verein. Sag ich, ja, super. Aber wen muss ich denn dann anrufen, um zu erfahren, was ich wissen will? Im Pfarramt. Ich also im katholischen Pfarramt angerufen, habe der Dame am anderen Ende das erklärt. Ich möchte gern austreten, würde gern wissen, was das für Konsequenzen für mich haben könnte. Und sie antwortet mir mit einer engelsgleichen Stimme, Sie möchten wissen, was das für Konsequenzen für Sie haben könnte. Das kann ich Ihnen genau sagen. Sie können dann die ganzen Vorteile, die Ihnen die katholische Kirche bietet, nicht mehr wahrnehmen. Sage ich jetzt, müssen Sie mir helfen? Die da wären. Sie können dann nicht mehr Taufpatin sein. Sie können nicht mehr Firmpatin sein. Und wenn Sie sterben,
Dann geht der Pfarrer in Zivil. Sag ich, oh Menno, und ich krieg's nimmer mit. Ihr dürft so nicht zwischendurch mal klatschen, dann kann ich einen Schluck kriegen. Es ist wirklich. Jedenfalls göttliche Erscheinung an meiner Wohnzimmerwand. Ich hab dann tatsächlich so einen Installateur erwischt. Klar habe ich mir erst einmal die Frage gestellt. Warte mal, ey. Wieso hat denn der jetzt so kurzfristig Zeit gehabt? Es ist halt so, wenn du einen Installateur engagierst, du erwartest jetzt jemanden irgendwie einen Blaumann, Werkzeugkoffer, ne, sagt beim Reingehen den Satz, so, jetzt bin ich da, jetzt mache ich erst einmal Brotzeit. Hm? Was man nicht erwartet, war ein Typ wie er, der hat ausgeschaut, so was habe ich noch nicht gesehen, der hat so eine Föhnfrisur gehabt, dann so ein Businesshemd und so eine ganz explizite Schreibtischwampen. Hm? Weiß nicht, kennt ihr euch das vorstellen? Ja, das muss man sagen. Ein paar im Publikum haben weggeschaut, was ich. Nein, ich würde euch das einmal ganz kurz präsentieren, damit wir hier auch alle wissen, von was wir hier reden. Ich weiß nicht, zeigt ihr das da hinten auch richtig? Ja? Ganz ehrlich. Ich habe die jetzt 2,5 Jahre mühevoll herangezüchtet. Nur damit ich sie einmal in Wien auf die Bühne schmeißen kann. Ja? Da ist er. Da ist er. Was bist denn du für ein Feiner? Leck mich am Arsch da. Schau dir das an. Was bist denn du da? Also, bei Exberger, da haben Sie mal ein ausgesprochen schönes Exemplar. Exzellenter pH-Wert. Bitte was? pH. Das ist ein Passindikator. Aber pH-mäßig schaut es bei Ihnen ja auch nicht schlecht aus. Könnten Sie mir jetzt mal bitte sagen, was man dagegen unternimmt? Ja. Jetzt beruhigen wir uns alle mal wieder. Wir sind ja noch gar nicht fertig mit der Diagnose. Wie lange wächst du denn schon? Sag ich, wer jetzt? Mein Busen. Schau dir das an, du lustig ist sie auch noch. He? Und das als Frau, das ist auch selten. Nein, ich meine Kollegen an der Wand, sag ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja. 2-3 Monate oder so. Ja, dann. Sag ich, was soll das heißen? Ja, dann. Wie viele Menschen wohne ich denn in dieser Wohnung? Sag ich, ich wüsste nicht, was Sie das angeht. Aber ich wohne hier allein. Ja. Jetzt nicht mehr. Sag ich, bitte was? Jetzt geh mal her, Mädel. Guck mal her zu mir. Jetzt geh mal her, du brauchst doch keine Angst haben vor uns. Jetzt geh mal her. Gut. Siehst du das, dieser Pilz? Ist das schon interessant, ja, faszinierend. Ich meine, die Myzelien, die Sporenträger, wie die sich ausbreiten, wie die sich vermehren, wie die sich fortpflanzen, geschlechtslos und vollkommen frei. Der Pilz, der braucht keine Pilze zur Fortpflanzung. Der hat keine Frau, die ihm reinredet. Man könnte quasi sagen, im Vergleich, der Pilz ist die höhere Lebensform. Sag ich, können Sie mir jetzt bitte mal sagen, was man dagegen unternehmen kann? Gegen den?
wie erklärt mir ihr das jetzt, dass sie das versteht? Ha? Mädel, als die Archäologen die Pyramiden aufgemacht haben, weißt du, was sie gefunden haben? Den da. Ja? Sag ich, aber das liegt doch bestimmt an einem Problem in der Wand. Wenn man die Wand einfach aufmacht, das kann man schon probieren. Sag ich, super. Und wann machen Sie das? Ich mach das überhaupt nicht. Ich operiere nicht mehr selber. Ich mache nur noch Beratung. GWSC, Gaswasser Scheiße Consulting. Wobei Gas, ne, im Moment konzentrieren wir uns eher auf Wasser und Scheiße. Sag ich, ja, toll, was soll ich jetzt machen? Keine Ahnung, Mädel, ich weiß es nicht. Du kannst einen Gebetsteppich davor legen, ne? Ein bisschen die Sporen einatmen, das sind Funken der Unsterblichkeit. Oder unter gesundheitlichen Aspekten ausziehen. Freiksberger. Ausziehen. Sag ich. Ja, das Angebot klingt ja verlockend. Und ich meine, einer finanziell und emotional zu Abhängigkeiten eigenen Frau wie mir kann ja gar nichts Besseres passieren. Also ein Typ wie du, der derartig im Saft steht. Und das ist ja in deinem Beruf schon öfter auch mal wörtlich zum... Egal. Aber sag mal, du bist doch bestimmt schon verheiratet. Ja. Wobei, warte mal. Nein, geschieden, sag ich. Okay. Ja, da frag ich mich doch. Warum? Ich meine, fachlich merkst du selber, ne? Aber menschlich. Da bist du ein Jackpot. Da kann man als Frau doch schon mal drüber hinweg sein, dass du mittlerweile irgendwie so wenig Haare auf dem Hof hast, dass du ausschaust wie ein Deo-Roller mit Augenbrauen. Ciao! Oh. Ein paar Leute im Publikum und auch teilweise draußen, wenn sie jetzt denken, das ist der Vorteil vom Radio. Ach, ich sag's euch, dieser geschissene Fachkräftemangel ist doch unglaublich, oder? Du, ich krieg 10 Leute, die mir sagen können, was man machen müsste, aber niemand, der es macht. Das ist ein Wahnsinn, ne? Bei uns in Deggendorf in Niederbayern zum Beispiel, da hat eine Metzgereifiliale zumachen müssen, weil sie keine Verkäuferin gefunden haben. Ja? Das heißt, die Metzgerei macht zu, weil sie niemanden finden, der sich hinter die Theke stellt. Aber bei der Deutschen Bank oder bei VW verschleißen sie im Jahr 20 Manager. Warum schulen die Leute, die in ihrem aktuellen Job so offensichtlich nichts reißen, nicht einfach um und stellen sich in Deggendorf hinter die Fleischtheke? Der Wladimir Putin zum Beispiel. Ich merke ganz oft, ich bin immer noch Pädagogin durch und durch. Ich möchte manchmal zurufen, Wladimir, Wladimir, hörst du jetzt auf, tust du sofort deinen Finger von dem Knöpfel runter, Wladimir! Du, irgendwann kann ich dich vor dem Kali nicht mehr schützen. Siehst du das? Der spitzt schon seinen Bleistift. Irgendwo muss er sein Turnsackerl ja hinhängen. Fachkräftemangel. Ich meine, in Familienbetrieben, da funktioniert das teilweise noch. Ne? Wenn ich mir anschaue, ein ehemaliger Schüler von mir, der ist von einem Biobauernhof, ne? Eigene Metzgerei, eigene Schlachtung, der ist in dieses Handwerk hineingeboren worden. Ja, seine Mama zum Beispiel ist damals mal mit 2 so Jutebeuteln vor meinem Pult gestanden
Die waren vollgestopft mit einer kleinen, feinen Auswahl an frischen Wurstwaren. Und hat zu mir gesagt, Frau Exenberger, wir haben mitbekommen, der Basti steuert die Mathe auf einen Vierer zu. Das glaube ich nicht, sind wir im Geschäft. Und der Basti hat einmal zu mir gesagt, du Reichsberger, der Papa sagt immer, Wurstbrett in der Tourtherme stopfen ist wie autogenes Training. Hätte er das nicht, hätte die Mama schon längst erschlagen. Ja, also, ihr merkt schon, eine Metzgersfamilie durch und durch. Dem ist dieses Handwerk in die Wiege gelegt worden, in einem Ausmaß. Also, laut seinen Eltern war sein erstes Wort als Baby, Awi! Basti, hast du gerade Mami gesagt? Awi! Leute, kommt mal her. Der Basti hat gerade sein erstes Wort gesagt. Jetzt sagst du mal, Basti. Salami! Auf seinem ersten Wunschzettel, ist kein Spaß, an Weihnachten ist ganz oben gestanden auf der Liste Bolzenschussgerät. Bei dem war schon klar, wo es beruflich mal hingeht. Aber vom Basti abgesehen, schaut es teilweise echt duster aus für die Handwerkszunft. Ne? Schaut es ja momentan allgemein. Ich meine, was wollen die Kinder heutzutage werden? Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft ist es nicht. Keine Sorge, ich habe das auch googeln müssen. Der Wertstoffhofbetreuer. Oder König vom Wertstoffhof, wie ihn meine großartige Kollegin Martina Schwarz mal so treffend bezeichnet hat. Bei uns daheim ist das der Sigi. Der Sigi am Wertstoffhof, ich habe letztens bei ihm was vorbeigebracht, so zum Entsorgen. Ne? Und dann hat er mein Auto so angeschaut, was ich alles drin gehabt habe. Und dann ist er zu mir hergegangen und hat gesagt, Christine, wenn dein Papa sehen würde, was du hier alles wegschmeißt, der wird dich enterben. Ich meine, König vom Wertstoffhof, das ist doch ein super Job. Du bist den ganzen Tag an der frischen Luft. Gut, frisch, egal. Ne? Du hast geregelte Arbeitszeiten und du bist quasi dein eigener Chef. Und wenn so eine Grundschulklasse mal für eine Führung vorbeikommt, dann hast du als König die einmalige Chance, die nächste Generation für deinen Job zu begeistern. So, Kinder, jetzt sind wir da. Ich bin der Sigi. Das ist mein Hof. Ich würde euch jetzt einmal bitten, dass ihr alle die kleinen Warnwesten anzieht. Schaut mal, der Seppi schaut mit der Warnweste aus wie eine sprechende Pylone. So, ihr könnt mir ja bestimmt sagen, warum wir heute alle hier sind. Weil wir müssen. Ja, und weil du uns jetzt gleich erklärst, Ziege, wie man den Müll richtig trennt, damit unser Planet nicht stirbt. Meine Oma ist letztes Wochenende gestorben. Macht da nichts draus, meine macht's auch nicht mehr lang. So, Kinder, jetzt konzentrieren wir uns mal alle. Wir sind jetzt hier beim Container fürs Grüngut. Ne, da kommt alles rein. Aus dem Garten. Dachsen, Laub, Gras. Aha, ja gut, das gehört da nicht rein. Das ist ja Teil von der Kohlmeise. Ja, und ihr seht ja hier, das Warnschild, ne? Was da auch nicht rein darf, ist der Buchsbaum, wenn der Buchsbaumzünsler drin ist. Der Buchsbaumzünsler, der Gratler. Und was ist mit dem Borkenkäfer? Ist auch ein Gratler. Das sind zwei Brüder. So, Kinder, jetzt haben wir hier beim Container für den Sperrmüll. Das ist ja lustig, schaut mal. Da liegt ein Hochzeitskleid drin. Ha, sau geil! So funktioniert also eine Scheidung. Sag einmal, Sigi, warum sieht man eigentlich so viele Mädels oder warum sieht man eigentlich so wenig Mädels am Wertstoffhof arbeiten? Ich meine, das, was ihr kennt, das kennen noch mir schon lang. Ja, genau, da fragst du mal meine Mama. Die rammt der Papa den ganzen Tag einen Scheißtrick hinterher, da hat die keine Lust, damit auch noch ihr Geld zu verdienen. Sigi, schau mal da hinten beim Glascontainer. Da hat gerade jemand einfach was auf den Boden geschmissen. Kein Problem, Kinder. Kümmere ich mich drum, ganz ruhig bleiben. Hey, Spezi! Ja, du! Du, wer meinst denn, dass das wegräumt? Ja, genau, denk doch mal an uns. Ha? Wir sind die Zukunft. Und du riechst schon nach Vergangenheit. Nein, ich glaube, Freunde, das ist das Grüngut. Ich sag's einmal, Sigi,
Warum schmeißen eigentlich so viele Leute beim Autofahren einfach ihr Müll aus dem Fenster? Weil es Deppen wie uns gibt, die das beim nächsten Schulprojekt wieder einsammeln. So, Kinder, jetzt sind wir hier beim Altpapier. Die Altpapier-Einsatzquote in der Papierindustrie in Deutschland liegt bei 79%. Und bei Verpackungen aus Glas sind wir da schon bei 83,4%. Gescheit, Haferl. 79%, Kinder, das ist viel. Ja. Stellt euch jetzt mal vor, dein Papa, ja, der liest beispielsweise die Zeitung, sagen wir mal, keine Ahnung, die Bild. Ja. Ist natürlich schlecht für die Pumpen und auch für die Birnen, aber wenn er diese Zeitung richtig entsorgt, dann kommt die im besten Fall wieder in den Kreislauf und als frisches Papier wieder raus. Ja, zum Beispiel als dein Schulheft. Da kannst du da was Gescheites reinschreiben. Ja? Und deinem Vater zum Lesen vorsetzen. Ja? Vielleicht bringt's was. Sigi, ich finde, du kannst voll gut erklären. Du bist wie YouTube. Nur mit Haut. Sag mal, Sigi, ganz kurze Frage, aber gibt's euch eigentlich auch als Computerspiel, na, die Müllabfuhr zum Beispiel? Ja, jetzt mal, wenn man eine Tonne einsammelt, dann kriegt man extra Leben oder einen Goldbarren oder Zusatzausrüstung. Ne? Waffen zum Beispiel. Kann man immer brauchen, wenn jemand seinen Müll nicht richtig trennt. Ja, zum Beispiel einen Flammenwerfer. Du, Sigi, Sigi, schau mal, der Seppi da hinten, der macht ein Selfie auf der Müllpresse. Hey, Seppi! Ja, du! Ja? Magst du in Zukunft auch schon wie ein Tetrapack? Nein? Dann geh da runter, du Zipfi! Da schau her. Der nächste König ist geboren. Und das als Frau. Das, meine Tochter, wird einmal alles dir gehören. Ja, was wollen die Kinder heutzutage werden? Wenn ich mir einen anderen ehemaligen Schüler von mir anschaue, Simon beispielsweise, ne? Der wollte immer eines werden. Computerspielfachzeitung-Chefredakteur. Der war so langsam. Ich habe wirklich mehrmals pro Schulstunde zu dem sagen müssen, Simon, blinzeln. Guten Morgen, Frau Eichsenberger. Ich meine, seine Eltern haben sich natürlich irgendwann Sorgen gemacht. Ne? Aber ich habe dann auch gesagt, sag ich leid. Es kann nicht jeder ADHS haben. Ich weiß, ADHS gilt mittlerweile als Statussymbol. Der perfekte Arbeitnehmer der Zukunft. Jung, dynamisch, hyperaktiv. Mit 30 am Burnout, mit 40 an Herzinfarkt. Zack, der Nächste bitte. Aber es muss doch auch noch Kinder geben wie ein Simon. Die man am Wandertag auf dem Rückweg wieder einsammeln muss. Weil sie unterm GA geschlafen sind. Ja? Und die machen ja trotzdem ihren Weg. Nur wo dieser Weg halt dann hinführt, ist nochmal eine andere Geschichte. Wenn ich mir anschaue, ich habe letztes Jahr einen Termin ausgemacht. Bei meinem neuen Finanzberater. Weil ich mir irgendwann gedacht habe, weißt du was? Ja, zum Thema Immobilienfinanzierung. Weil ich mir irgendwann gedacht habe, ganz ehrlich, scheiß drauf, ich kündige meine Wohnung jetzt. Von mir aus kann diese verschissene Schimmelpilzkolonie an meiner Wohnzimmerwand ein demokratisches System entwickeln. Es ist mir scheißegal. Ja? Ich baue jetzt einfach selber. Und ich habe mich schon ein bisschen durchringen müssen beim Thema Bauen. Ja, weil ich immer gedacht habe, Bauen, wie das schon klingt. Ne? Wer baut, der bleibt. Da ist man so verhaftet irgendwie. Und diese ganzen Mit-30er, die bauen, die schauen auch alle gleich aus. Das sind alles so Rigips-Gesichter. Du, ich habe ein bekanntes Pärchen von mir, ne? Die haben gebaut, die haben gleichzeitig geheiratet, als die aus der Kirche rauskommen sind. Na, da ist kein Reis geworfen worden. Nein. Sondern ein Rollsplitt aus der eigenen Einfahrt.
Du, und die Kirchenbänke haben ausgeschaut, da haben wir noch keine Rosen angebracht. Keine Rosen, sondern Rosmarin aus dem heimischen Steingarten. Ne? Rosmarin, Oregano, Lavendel, Schnittlauch und alle Singles haben in der Bank mit dem Bärlauch sitzen müssen. Aber irgendwann wirst du halt älter, ne? Und weiser. Und dann denkst du irgendwann so, warum nicht? Für was brauche ich einen Mann? Verschulden kann ich mich auch alleine. Ha! Ich meine, Immobilienfinanzierung, das wird mir heute halt nicht mehr einfallen. Ich meine, früher hast du gesagt, schaffe, schaffe, Häusle baue. Ne? Heute sagst du, schaffe, 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 Wocheneinkauf, schaffe, 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 Nebenkostenabrechnung, schaffe, 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 Zweitjob, Drittjob, 450-Euro-Job, Blowjob. Ne? Früher war Bauen so einfach. Also früher, vor einem Jahr. Vor einem Jahr habe ich die Tür zu dem Büro von meinem neuen Finanzberater aufgemacht. Und ich denke mir bei dem Namen S. Lautenschlager noch, kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, grüß Gott, Frau Eichsenberger. Sag ich, Simon. Du warst doch gerade noch in der dritten Klasse. Ja, geh, wie die Zeit vergeht. Ich hab gehört, Sie interessieren sich für eine Immobilienfinanzierung. Sag ich, Simon. Bist du überhaupt schon geschlechtsreif? Ich bin letzte Woche 18 geworden. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Dann schauen wir mal, was Sie an Eigenkapital... Sag ich, Simon, tu sofort deine Hände aus meinem Konto. Sag einmal, wissen deine Eltern, was du hier treibst? Ja, freilich, denn ich habe erst letzte Woche einen Bausparvertrag vermittelt. Apropos Bausparvertrag. Sag ich, Simon, das hier ist doch nicht World of Warcraft, das ist nicht Counter-Strike, das ist real. Du spielst hier mit dem Leben unschuldiger Menschen. Ich will, dass du mir sofort mein komplettes Guthaben auszahlst. Aber wir haben erst letzte Woche einen neuen Fonds aufgelegt. Der hat eine sehr gute Performance. Sofort! Im Bar! Und dann stopfe ich alles in eine Matratze und bring's vor dir und deinesgleichen in Sicherheit. Aber bitte nicht vergessen. Am 31. Oktober ist Weltspartag!